Weil man sich so beeilt, auch die ganzen Tische abzuräumen. Und man muss ja auch gleichzeitig dann wieder die Dings ausmachen. Die Sounds. Wo ist denn hier noch was? Da ist noch was am Liegen. Okay, der Grill. Der kommt uns jetzt entgegen, weil wir direkt auf dem Weg dahin sind. Okay, zwei Gerichte noch. Die Frage ist nur, wo sind die zwei Gerichte? Faxgerät. Wir müssen eh nach hinten. Okay, er kommt. Egal, zwei Gerichte schaffen wir. Komm. Eins war hier hinten noch, habe ich gesehen. Oh nein, wieder das Faxgerät. Ernsthaft? Ich versuche mal nicht zu rennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob das so eine gute Idee ist. Ob das so eine gute Idee ist. Oh, er kann das von hier nicht wegnehmen. Die Flasche ist klar. Das ist nicht wahr. Überleg mal die Zeit. Wir haben ein Gericht noch gehabt. Verdammt schwer. Verdammt schwer, aber ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich bin ein Mann der Herausforderung. Ihr wisst es selber. Ich bin ein Mann der Herausforderung und ich liebe Herausforderungen. Okay, so langsam hat das so ein bisschen so mit Horror abgenommen, muss man sagen. Ist mehr so ein Spiel so, ich will es schaffen. Ich hoffe, die Gerichte liegen jetzt besser wie vorher, weil ich glaube, die werden immer wieder random gespawnt. Schade, dass man nicht draußen rumlaufen kann. Wäre, glaube ich, ein bisschen interessanter. Na, geh da durch. So. Okay, Waschbecken, ich komme. Muss das dämliche Gericht wegbringen, ey. Damit ich ein neues aufnehmen kann. Okay, das ist in der Küche, das ist nicht so schlimm. Solange es in der Küche ist oder so, ist das halb so wild. Ich hab schon gedacht, Nacht 26 ist hart, aber 27 ist noch ein bisschen bekloppter. Na. Das ist der Sauger, ne? Kann das sein? Müsste der Sauger sein. Nein, ist... Ah, ist der Föhn. Oh, komm, ernsthaft. Oh, komm. Das hält nur auf. Das hält nur auf von der Zeit. Das ist unglaublich. Oh, nein. Das ist aber jetzt der Sauger. Na, geh doch da. Geh doch da lang, verdammt. Diese Entchen, die gehen mir auf den Zwirn. Und dann dreht er sich noch so langsam um. Okay, sieben Gerichte noch. Wir haben es, glaube ich, 2 Uhr oder so, wenn ich das richtig im Augenwinkel gesehen habe. Aber ich habe gar keine Zeit, auf die Uhr zu gucken mehr. Das ist wieder der Föhn. Ja. Nein, das ist der Sauger. Oh Gott. 6 Gerichte, 3 Uhr. Wird schwierig, aber ich glaube machbar. Boah, das Hängenbleiben riecht mich so auf. Na, nimm doch dieses, die dämliche Flasche. 5 Gerichte, 4 Uhr, das ist... Oder gleich 4 Uhr. Und wieso, vor allen Dingen, mal ganz ehrlich, das ist ein Fliesenboden. Wieso ist ein Sauger in deiner am Stehen? Ich, ich hinterfrage es gar nicht mehr. Es ist so sinnfrei manchmal.
Da liegt die Flasche, dann können wir nach hinten gehen. Oh nein. Oh nein, das war, glaube ich, zu laut für ihn. Alter, drei Gerichte noch, das ist... Mann, mach die Tür auf, Alter. Ich werd sauer bei dem Spiel. Ich werd aggressiv. Na, wo ist... Nein, es ist hinten. Ja, natürlich. Ach, komm. Es ist so lächerlich. Es ist so verdammt wichsschwer. Das ist unglaublich. Das gibt's gar nicht. Wie schwer das ist. Ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Verdammt, das muss doch möglich sein. Moment. Nochmal einen Energietrink, trinken. Und jetzt abgehen. Jetzt schaffen wir das. Wir schaffen das. Vor allen Dingen immer mehr Gerichte. Ich frage mich, ob die Mittagsschicht hier gar nichts macht. Also wir räumen die ganzen Tische ab, als ob hier irgendwie gar keiner hier irgendwas macht oder treibt oder so. Okay, da steht noch eine Flasche auf dem Dings. Ja, gehe ich sofort hin. Mein Gott, bleib doch an der Theke hängen, du Dämlack. Ist ja unfassbar. Quitsch. Wie gut, dass es immer das Silberwaschbecken ist. Das musste ich gerade heimlich aufstoßen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Alter, 10 Zuschauer gucken sich da an. Seid ihr verrückt? Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. An dem schönen Sonntagabend. Ha, morgen frei. Läuft. Der Wecker. Der Wecker kommt uns gelegen, weil es in der Nähe ist. Solange wir das Kratzgeräusch nicht haben, ist es ganz gut, weil solange halten wir ihn irgendwie in der Ferne, dass er nicht auftaucht und aufkreuzt. Ah, der Kühlschrank, geil. 7 Gerichte noch. Okay, das ist das Faxgerät. Wir müssen eh nach hinten, weil hinten sind die letzten Tische, die wir abräumen müssen. Alter, hier liegen noch so viele Sachen. Ja, ich beeil mich. Okay, es passte gut, dass direkt das Telefon klingelte. Boah, das wird so knapp wieder. Wenn wir es überhaupt schaffen. Ich weiß es noch gar nicht, kann es noch gar nicht sagen. Na. Piep. Kaffeemaschine, sehr schön. Liegt auf dem Weg. Solange die Sachen auf dem Weg liegen, geht das eigentlich. Nimm die Scheißschale auf. Mann, Gott, bleib doch einfach mal hängen am Sitz. Wer stellt um die Uhrzeit so einen Wecker? Das ist die Eismaschine, oder? Ich hoffe ja. Ja. Oh Gott, noch 3 Gerichte. Danach noch 2. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen. Wir haben 4 Uhr. Noch 2 Stunden.
Boah, er kommt schon näher. Ich höre ihn schon. Na. Zwei Gerichte. Mann, geh doch daran vorbei. Verdammt. Mann! Das hält nur auf, das Hängenbleiben. Wo war denn das letzte Gericht? Hier, ne? Nimm es auf. Dann das Waschbecken ausmachen. Ach komm, fick dich. Arschlochspiel. Ist doch wahr, ey. Scheiß Kack-Arschlochspiel. Das gibt's doch nicht. Das ist so lächerlich, ist das. Wäre ich mal gar nicht zum Waschbecken gerannt. Wäre ich mal direkt durchgelaufen. Verdammt. Ja, es macht mich aggressiv, dieses Spiel. Jetzt gerade. Aber ich will es schaffen. Das gibt's gar nicht. Extended Nasengeräusche. Gibt's gar nicht. Unfucking fassbar. Aber so kamen wir eigentlich ganz gut durch. Auch mit den ganzen Sachen jetzt zum Abräumen kamen wir eigentlich ganz chillig durch. Sogar mit Beeilung und tralala. Aber irgendwie hält uns dann immer wieder ein Geräusch auf. Und dann, wenn du irgendwas nicht anklicken kannst, weil du keinen Cursor hast. Weil du keinen Mittelpunkt hast, wo du drauf zielst. So, jetzt gehe ich zum Telefon. Lass mich durch, du scheiß Dreckswichstür. Scheiß Arschlochtür. So, Entschuldigung, wenn ich die Wörter ausspreche, aber ist ja gerade so. Das riecht mich gerade tierisch auf. Riecht mich gerade tierisch auf das Spiel, weil ich es so unfair finde, wie man hier einfach durch so dämliche Bugs hängen bleibt. Ernsthaft. James! Was? James Ryan, 89, grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show, zum Live-Let's Play von Joe's Diner. Du hast richtig eingeschaltet. Wenn du sehen willst, wie jemand verzweifelt, dann definitiv hier im Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich komme gleich. Zum Telefon. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Home. Schweigt das Telefon. So. Jetzt mal so langsam Ruhe. Yeah, yeah, yeah. Musicbox läuft. Na, mach die Scheiße aus. So, ach, hier lag noch auf der Theke gerade noch ein Essens... Tablett habe ich gesehen, das müssen wir auch noch gleich einsammeln. Der Kühlschrank läuft, das kommt uns gelegen, weil wir in die Küche müssen für abräumen. Voll den Ohrwurm davon. Das ist der Sauger. Oder? Ist es der Sauger? Ich bin mir gar nicht so sicher. Alter, der ganze Tisch hier voll. Na, nimm das doch auf. Oh, er kommt schon. Scheiße, können wir schon vergessen. Schaffen wir nie im Leben. Schaffen wir nicht. Glaube ich nicht. Er ist schon viel zu laut. Nein, schaffen wir nicht. Warum er diesmal so schnell kommt jetzt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Reach. Na komm schon. Komm, zeig dich. Schaffen wir nicht, weil wir von der Zeit her jetzt nicht mehr schaffen. Vier Uhr, er ist gleich da. Schaffen wir nie im Leben. Ja, Knatsch. Schauen wir nie im Leben. Ja, jetzt geht die Musikbox noch an, natürlich. Nein, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht.
Mein Gott, geh doch daran vorbei, du dämliches Kack-Arschloch-Spiel. Ja, war klar. Ist die Zeit vorher, bevor der Affe kommt. Deswegen ist es Genre Horror, wegen der Verzweiflung. Ja, es ist... Es gibt's gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie die anderen Level später sind. Ich, und ich will es auch nicht abbrechen, weil ich habe ja gesagt, ich mache ein Live-Let's Play davon. Mann, 27, 30 Level gibt's. Es sind noch 3 Level, das kann doch nicht so schwer sein. Aber die Leute müssen es doch selber gespielt haben beim Testen, oder? Oder wie ist es? Oder irre ich mich da? Also, auf ein neues. Guck mal, hier liegen schon mal 2 Gerichte. Schon mal super. Können wir schon mal wegbringen. So. Tür auf. Mach die Tür auf. So. 2 Gerichte haben wir schon mal. Da liegt noch ein drittes. Da sind auch... Ach, Alter, der ganze Tisch ist da voll. Sehr schön. So lange... Mein Gott, bleib doch einfach mal an der Kackblume hängen, du dämlicher Affe. So langsam werde ich wütend. Dämlicher Kackbratze da, ehrlich. Bleibt an jeder Scheiße da hängen. La 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 la. Diese Musikbox, ne? Hallo. Ah, die Tür bleibt diesmal offen. Oh, wie nett. Da hat das Spiel mal einen Segen mit uns. Halleluja. Oh, jetzt auch noch. Nimm die Scheißschale auf. Beeil mich mal ein bisschen. Ich versuche mich mal ein bisschen zu konzentrieren. Also wenn ich mal gerade nichts sage, nicht wundern, ja? Boah, ich fasse es gar nicht. Ich fasse es nicht. Ich glaube, wir schaffen es. Aber noch nicht den Tag vor dem Abend loben. Noch müssen wir die Nacht überstehen. Ja, ist klar. Ich will hier raus! Lass mich hier raus! Wie spät haben wir? Oh, gleich 6, Gott sei Dank. Ich warte jetzt bis 6, ist mir egal. Lass den Föhn laufen.